Das Erzgebirge erkunden, Teil 11. Zunächst mal zeige ich mal in der Ferne den Geisingberg bei Altenberg. Tja, aber wir sind gar nicht mehr auf deutscher Seite, wir sind jetzt hier auf tschechischer Seite in Cinovec, nennt sich das. Also das tschechische Zinnwald. In etwa 900 Meter Höhe. Unser Ziel ist Čeredníky. Das nennt sich Drei Teiche und da laufen wir mal stramme 6 Kilometer, haben wir uns informiert, ja. So, hier an diesem Kreisverkehr sieht man, wo wir uns weiträumig befinden, zwischen Dresden und Prag, ja. Also Teplice ist hier die nächste größere Ortschaft und weit unterhalb gelegen in südliche Richtung. Also wir werden uns heute wohl voll auf unser Navi verlassen und ja, hier wissen wir nun gar nicht hier. Es ist jedenfalls die Republik, sag mal, Mesto Dubi, also hier in Tschechien, ja. Also Tschechien gehört, mehr kann ich jetzt erstmal auch nicht sagen. So, jetzt laufen wir erstmal hier ebene Strecke, ich sagte ja schon so ungefähr 900 Meter hoch hier. Ja, der Wind, der nimmt heute deutlich zu. Trotzdem haben wir es immer noch relativ warmes Wetter, ja. Und es geht jetzt stramm in östliche Richtung. Ja, hier mal so ein kleiner Blick auf die kleine tschechische Ortschaft Cinovec. Ja, jetzt geht es hier so eine kleine Straße, Asphaltweg, kann man so auch sagen, erst einmal weiter hier, nach Čeredníky. Ja, Wegemarkierung, weiß-blau, weißer Strich. Ja, auch hier in Tschechien wird auch viel jetzt für die Aufforstung getan. Sieht man eingezäuntes Gelände, wo dann junge Fichten und auch andere Nadelbäume dann wachsen. Ja, hier auch junge Fichten. Sieht hier gut aus. Also der Waldbestand gefällt mir hier. Das ist hier wieder Mesto Dubi hier, diese Region. So drücke ich mich mal aus. Und jetzt kann man hier überlegen, geht man jetzt hier den Wanderweg weiter, dann hier lang. Aber wir gehen mal weiter hier, das ist am kürzesten, hier diese kleine Straße weiter. Ja, jetzt könnte man die Frage stellen, so ein kleines eingezäuntes Gelände und hier in tschechischer Schrift. Kann keiner lesen, aber ich habe gerade die Übersetzung gekriegt, verlassene Grube. Also hier geht es irgendwo unterirdisch in eine Grube rein. Deswegen darf man das Gelände nicht betreten. Also ein ehemaliges Bergwerk dann wohl, ja. Ja, und hier auf diesem Höhenrücken präsentiere ich Ihnen jetzt noch einmal den Geisingberg mit Aussichtsturm. 800 noch was Meter hoch. Der kommt auf jeden Fall noch ran. Also da wollen wir ihn noch hoch in den nächsten Tagen, ja. Der Geisingberg. Hier so mal so ein Gehöft, Pferde dort, wird auch immer gewarnt, dass man das nicht betritt, klar, Elektrozaun, logisch. Ja, und da glaube ich im Hintergrund, da ist er wieder, der Geisingberg, ja. Diese markante Kuppe. Ja, und nun, man sieht ja hier, hier ist nun generell für Autofahrer Schluss. Ja, nun geht es endlich in Wald rein und in Muttergrün. Ja, auf dieser Tafel dort, wo mein Sohn da steht, der hat das ins Deutsche übersetzt. Jetzt kommt hier so ein Naturschutzgebiet, wo seltene Tierarten, Vogelarten, Auerhahn und sowas alles jetzt hier
noch zu Hause sind, vom Aussterben aber bedroht sind. Auch eine Viperart, also eine Giftschlange soll hier wohl beheimatet sein. Teilweise kommen hier auch Hochmoore und sowas. Naja, schauen wir mal, was uns da alles noch so begegnet. Und immer wieder begegnen uns hier die Wegweiser von diesem wohl hier so richtig schön angelegten Rundwanderweg hier. Weiß ich nicht, kann man ein bisschen sehen aus dem Dunst. Dort ein tschechisches Kraftwerk und da noch im Hintergrund noch höhere Berge. Das geht dann schon Richtung Riesengebirge und so. Im Dunst dort. Ja, und hier auch wieder so ein eingezäuntes Gelände. Oder hier mal diese Bergaussicht hier. Im Vordergrund ungefähr so unsere Höhenlage und dort weiter südlich erheben sich noch viel höhere Bergmassive. Das sind dann schon Tausende, ja, in südliche Richtung. Weiter Richtung Tschechien rein. Ja, und immer wieder diese eingezäunten Flächen hier, wo auch dann auch Jungbaumwuchs dann drauf ist und man dort mit so eine Holzleitern dann rübersteigen kann. Allerdings nicht für Unbefugte, logisch. Also diese Asphaltstraße ist vor allem für Radwanderer wie geeignet, ja, für Radtouren und ja, also als Fußgänger kann man dann hier auch immer mal ein paar Wege so abzweigen. Aber hier von der Befestigung her gesehen, für Radfahrer eben wie geschaffen. Sieht man ja hier auch immer an den Zeichen hier. Um das mal ein bisschen hier auf der Wanderkarte zu dokumentieren. Also hier das tschechische Zinnwald, Zinnowitz. Und dann laufen wir im Prinzip hier durch dieses Naturschutzgebiet, also hier diese Ebene, Ebenheit hier, dieser Höhenweg in östliche Richtung. Und hier in diesem Dreh, hier wird dann unser Ziel sein. Lassen uns mal selbst überraschen. Ja, und jetzt geht's aber mal doch mittelmäßig bergab. Also heißt das Motto heute doch eher mal von oben nach unten. Ja. Ein uraltes Häuschen aus längst vergangener Zeit. So, von hier sind wir gekommen. Jetzt verzweigen sich die Wege. Aber wir wissen, es geht jetzt hier in südwestliche Richtung weiter. Ja, und da sind wir jetzt schon gelaufen. 3 Kilometer von unserem Ausgangspunkt. Umweg. Wir sind jetzt tatsächlich einen etwas längeren Weg gelaufen und ich muss mich korrigieren. Nicht den Weg jetzt hier nach Südwesten, sondern nein, nach Osten. Östliche Richtung. Geht's jetzt hier weiter. 3 Kilometer noch bis zum Endziel. Also an der Natur kann man sich hier auf jeden Fall erfreuen. Also alles gesunde, hauptsächlich Fichten, Lärchen, auch andere Nadelbäume mal zwischen. Also das ist hier wirklich ein Highlight, ja. Den manch ein oder anderen möge es jetzt vielleicht ein bisschen zu langweilig vorkommen, aber man muss hier einfach das genießen. Hier rauscht es so aus einem Schacht raus. Das ist meiner Meinung nach Trinkwasserschutzgebiet hier.
Schaut mal hier, so ein Häuschen aufgebaut aus Stein. Glück auf! Und wieder eine Horde Radfahrer hier lang. Naja, in Deutschland ist ja heute Feiertag. Klar, zieht es alle heute alle ins Grüne und hier natürlich auch hier ins tschechische Randgebiet, ja. So, jetzt kommt hier die Stelle, wo wir hätten ein bisschen abkürzen können. Hier kann man dann nachher zurücklaufen nach Cinovec wieder. Wir sind ja jetzt hier diesen Asphaltweg gelaufen, also diesen Fahrradweg, ne? Und gehen dann jetzt hier in östliche Richtung weiter. Hier wieder mal so eine Bergwiese. Im Hintergrund schauen dort die Höhenrücken aus vor in südlicher Richtung. Ein uraltes Haus aus längst vergangener Zeit. Tschechisch müsste man können. Ist das nicht herrlich hier, dieses Haus? Ich wage es jetzt mal hier hochzulaufen. Drückt mal die Daumen, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. Oh! Ein bisschen Abenteuer! Bis jetzt habe ich ja nur Langeweile gezeigt, war in meinem Video. Oh ja. Hier mal, ihr Schornstein wurde schon festgehalten mit Draht. Schaut euch mal den Schornstein an hier. Ich soll stehen bleiben, wurde mir gerade gesagt. Ja. Das waren wirklich, das ist wirklich noch ein Teil eines ehemaligen Jagdschlosses. Das Jagdschloss Siebengiebel, hier steht auch mal was in Deutsch dran, aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Hier unweit, hier bloß ein paar Schritte entfernt, ist auch dann die deutsche Grenze schon wieder, sprich Sachsen. Ja. So sah das mal aus. Der linke Teil von diesem Haus, das ist tatsächlich noch das Überbleibsel, was jetzt noch steht und hier eben so eine Bruchbude ist, ja. So soll es aber bitte schön nicht enden. Tatsächlich hier mal so, wie viele Kilometer es noch sind bis zur nächsten, ich denke mal Ortschaft. Ja, jetzt hier mal für Radwanderer. Und auch für uns natürlich sehr interessant. Ne? Die Radfahrer haben ja nun ein bisschen mehr Kilometer Strecke, die sie zurücklegen können. Also bis Děčín sind es 48 Kilometer im Elbtal. Grob zwischen Dresden und Prag gelegen in der böhmischen Schweiz. Und Dubí ist hier eben 6 Kilometer weg. Nächstgrößere Ortschaft südlich hier von uns in Tschechien. Ja. Wenn ich jetzt auch nicht tschechisch kann, also wir liegen hier 733 Meter hoch. Also wir sind von der Höhenlage so 50 bis 100 Meter jetzt niedriger als der Ausgangspunkt unserer Wanderung, ja. Doch, hier steht Radkrupra, ja, genau, das ist ein etwas größerer Ort, östlich, genau. Graupen heißt das auf Deutsch. Cinovec, Prednji. Cinovec, 5 Kilometer, ja, 5 Kilometer sind wir hier laufen, das möge ich glauben. Tja, und das auch noch Anfang Oktober hier, für mich ist ein Highlight. Brombeeren ohne Ende. Lecker. Verhungern kann man hier nicht. Pasmo Hygienike Euchrani.
Das hört sich an wirklich wie Trinkwasserschutzgebiet. Hygi, Hydro. Hy ist eigentlich immer Wasser. Hier könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Sumpfgebiet ist. Das ist ein Morast. Das sieht man auch an den Bäumen, die hier kahl sind. Ja, wo die Wurzeln kaputt sind und die Bäume dann auch. Oft so in so ein Sumpf- und Moorgebiet, ja. Ja, Pott heißt, denke ich mal, Punkt. Pott Lupizkem, 780 Meter hoch. So, wir marschieren jetzt aber mal nicht die Asphaltstraße weiter, gehen jetzt ausnahmsweise mal laut GPS diesen schmalen Weg hier etwas bergab. Endlich geht es jetzt mal ein bisschen auch mal in engen Wegen, hier mal so lang, schmalen Pfad. Das gehört ja schließlich auch zum Wandern dazu. In südöstliche Richtung. Oh, ein bisschen Abenteuer muss auch sein. GPS fällt auch manchmal aus. Klar, kein Internet, logisch. Ja, aber ein Fluss kann ja nur unten sein. Wir suchen ja noch so ein Flüsschen und gehen jetzt mal hier runter. Kleines bisschen Abenteuer jetzt. Der Weg wird immer kleiner. Hier so eine tote Fichte, die uns jetzt den Weg versperrt. Aber man kann schon deutlich erkennen, eine kleine Umleitung hier führt uns natürlich hier rum. Also jetzt ist auch noch so ein bisschen Abenteuer. Ja, wir sind hier im Lande nichts im Moment. Müssen uns auch ein bisschen dann auf die Orientierung verlassen. Wenn wir dann wieder zurücklaufen nach 10 Uhr, wird es zumindest aufpassen bis zu diesem Asphaltweg. Ja. Ab da kann man dann nicht viel verkehrt machen. Aber solange wir hier diese schmalen Wege gehen, muss man sich das ein bisschen merken. Wo man langläuft, ja. So, liebe Wanderfreunde, wir haben tatsächlich unser gestecktes Ziel erreicht. Flüsschen, Teiche. Ich hatte am Anfang von Teichen gesprochen, muss ich mal ein ganz großes Lob auch mal an meinen Sohn mal aussprechen, der sich die Wanderung heute übrigens ausgearbeitet hat. Und wir kommen tatsächlich jetzt zu einem von diesen Teichen an. Alles richtig hier laufen. Hier in Tschechien schon, ja. Nun also doch noch das Endhighlight erreicht. Happy End. Der Zufluss. Ganz wenig Wasser. Wirklich, da kommt nur wirklich ganz, ganz wenig raus. Es muss unbedingt auch hier mal regnen. Also nochmal, wir sind Zenowitz losgelaufen und dann hier immer diesen grün markierten Radweg lang und sind dann hier nochmal zum Schluss abgebogen und in diesem Dreh hier muss das sein, hier dieser Teich, der ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Ja, dann kann man nach Krupka natürlich die Wanderung noch fortsetzen. Und auf deutscher Seite Fürstenau oder hier Vojčovice wurde hier auch immer angezeigt, ja. 6 Kilometer also von Zenowitz, das habe ich euch jetzt gezeigt. Und belohnt werden wir jetzt wirklich hier mit diesem herrlichen Blick hier auf diesen Teich. Damit möchte ich heute mal hier im Osterzgebirge auf tschechischer Seite
meine Wanderbeschreibungen im Teil 11 beenden. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich hatte ja am Anfang des Videos in Zinnowitsch euch gesagt, drei Teiche. Ja. So, den ersten Teich, den habe ich euch nun gezeigt, aber schaut mal hier. Hier fließt es dann ab zu dem Teich, wo ich zum Schluss noch das gezeigt habe dort, den ersten Teich. Und jetzt geht es ja hier noch weiter. Das erinnert mich ja so ein bisschen an Thüringen, ja. Also der Zufluss von einem Teich zum anderen und dann hier hoch gehen wir jetzt noch zum oberen Teich. Beinahe hätte ich euch das absolute richtige Highlight jetzt noch vorenthalten. Dort hinten nochmal der mittlere Teich. Jetzt die Böschung da hoch. Der oberste Teich, er ist fast ausgetrocknet, da ist nicht mehr viel drin. Ein Blick auf die Bergregion oberhalb hier, der Teiche. So, jetzt geht mein Video aber endgültig jetzt zu Ende. Teil 11. Aber das musste ich euch noch zeigen. Ja, das ist jetzt Teich Nummer 2. Der hat uns eigentlich am besten gefallen. Und jetzt hier Teich Nummer 3, der eben kaum Wasser führt. Da kann man hier noch so einen Steg hochlaufen, aber lebensgefährlich. Hier die Roste. Hier Schluss. Bitte nicht nachgehen. Damit sage ich jetzt endgültig Tschüss.